berühmteste Lok ist die E6010. Sie wurde 1927 von der AEG als elektrische Rangierlokomotive an die Deutsche Reichsbahngesellschaft geliefert. Hauptsächlich für den schweren Verschiebedienst auf dem Münchner Hauptbahnhof gedacht, fand sie zeitweise auch im Vorortverkehr ein Anwendungsfeld. Dafür reichte eine Höchstgeschwindigkeit von 55 km/h bei einer Leistung von 1458 PS aus. Ihr asymmetrischer Aufbau brachte der Baureihe E60 den Spitznamen Bügeleisen ein. Den markanten weinroten Anstrich erhielten die Lokomotiven mit anderen Umbaumaßnahmen am Führerhaus und an den Rangierbahnen der Bügel im Jahre 1950. Erst 1983 wurde die Baureihe endgültig außer Dienst gestellt. Ja, komplett.